Alle unfreundlich und scheiße, yeah. Zell ist Beste. So. Das ist ziemlich cool geworden hier, was er hier gebaut hat. So, alles, was ihr hier seht, ist Survival gewesen, also ohne den Creative Mod. Aber ich muss es hier einfach zeigen, weil es war einfach viel zu viel Arbeit. Hier die Felder zum Beispiel, das ist. Boah, da habe ich echt 2, 3 Tage für gebraucht, also Minecraft-Tage. Aber das merkt man auch dann schon so von 20 bis 21, 30 so. Weil vorher hatte ich das ja, also das Sehen hat es nur so lange gedauert. Vorher musste ich ja noch alle die Fläche gerade machen und so. Hier, da habe ich dann die Fläche, wollte ich dann auch noch abtragen. Ja, hier sind dann meine Cheat-Truhen sozusagen. Eigentlich wollten wir uns jeder nur ein paar Truhen cheaten. Ja, aber es ist dann doch mehr geworden, so dass der ganze Server dann, ne? So, hier ist mein Haus. Haus. Wer hat mir das schon wieder in den Kopf gesetzt? Ins Ohr gesetzt. So, ja, hier sind noch so Sachen halt. Das sind, hier, das ist ein wohlverdientes Diamantschwert. Das habe ich selbst gecraftet. Ja, das sind alles Sachen, die ich selbst entdeckt habe, gefunden habe. Also, gecraftet habe. Ja, das auch. Das haben wir aus dem Dschungeltempel. Das Video habt ihr ja schon gesehen. So, dann hier mal mein komplettes Haus. Jetzt die Etage hier. Also, das Haus habe ich auch komplett gebaut. Nur die Bücherregale hier, die sind jetzt gescheatet. Bis die vier da hinten. Die habe ich selbst gecraftet. Und den habe ich auch noch selbst gecraftet. Und ich habe halt Bücherregal drumherum gemacht, weil man das ja sollte. So, da geht's auch vor meine Haustür. Kann ich ja mal machen kurz. Ja, hier cool mit Feuer so. Wir hatten ein paar Zombies ab, also die laufen da manchmal schräg durch, also ist praktisch. Ja, habe mich eigentlich sehr gefreut, aber irgendwann waren auch die Ideen weg. Eigentlich wäre ich jetzt auch fertig mit dem Server und da haben wir einfach hier rumgescheatet. Ich weiß nicht, irgendwie hatte ich überhaupt keine Ideen mehr, was zu bauen. Irgendwie, ich glaube, in der Wüste baut es sich nicht so dolle mehr. Haben wir schon 2, 3 Mal gemacht. Auch schon eine komplette Festung in der Wüste, also. Irgendwann ist auch langweilig. Im Wald kann man jetzt nicht überall in Dirt runtergraben und so. Hier, die Wege habe ich auch ganz alleine komplett hier gezogen. Und somit alles verbunden. Ja. Die laufe ich mal kurz ab. Mache ich mal kurz Speed an. Hier musste ich mich kurz runtergraben. Ich bin auf Höhe. Ich bin immer auf Höhe. Wo bin ich? 11, ja. So. Hier habe ich mich mal kurz gerade ausgegraben und Diamanten gefunden. Da geht's gleich zu Stefan. Wir können ja kurz hier den Gang fliegen. Also, alles schön im Survival gemacht. Geschieht jetzt erst seit gestern und da war halt diese Creeper und so gespawnt. Und halt vorher die Truhen gemacht, was wir auch eigentlich nur machen wollten. Ja, hier hat Raphael mal ein bisschen lang gegraben und ja, aber auch nur bis hier so circa. Ja, bis zu dem Gravel gerade. Dann habe ich weitergemacht. Ja. Ja, jetzt ist ja sowieso egal, kann ich hier auch eine Lore hin tun. Sieht man die noch? Ja, bisschen. Oh, da, ja, bisschen. So, und am Anfang habe ich mich hier einfach nur runtergegraben, da hatte ich das noch gar nicht verbunden gehabt. Da gab es nur diesen Gang hier und ein bisschen in die Richtung. Da sind die Treppen, da geht es jetzt auch direkt hoch. Die Fackel ist voll falsch. Hier, das sollte so aussehen wie so ein Stollen. Ja, dann sind wir wieder hier. Dann mal kurz in der Farm. In der Farm, Farm. Oh ja, ist sogar noch offen, schön. Kommt man dann hier einfach flüchten durch so eine Falltür und ist dann hier bei mir. Im Netherraum, hier unten in meiner Pyramide. So, hier war meine erste kleine Farm. Dann wollte ich draußen so ein großes Feld machen. So, ja, hier war die TNT-Falle.
Ja, zwei Sachen gibt es noch. Einmal wieder hier runter. Dann zeige ich euch einmal kurz, wie man zu Stefan kommt und dann gehen wir wieder von ihm zu mir. Gibt es nämlich noch einen Trick. Dum 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 dum. Immer geil, wenn keine Minecraft-Musik hinterlegt ist. So, das fliegen wir mal schnell. So, das ist dann halt jetzt der linke Gang. Dann geht's hier durch Stephans Gang. Ja, hier geht's dann zu Lululu. Oh Gott, hier sind die Hühner auch schon. Zu seinem Haus runter. Ja, machen wir auch einfach mal. Gehen wir mal einfach zu seinem Haus hoch. Wir fliegen jetzt schneller, es laggt aber auch. Also dementsprechend nicht schön. Geil. So, der Abend ist auch gleich vorbei. Das heißt, das Video ist circa 10 Minuten. Okay. So. Zoom. Hier einfach runter. Im Survival richtig klasse. Es lässt einem gerade so am Leben. Hat er wirklich gut gemacht. Und dann. Nein, hier nicht. Ist hier irgendwo sein Portalraum? Müsste der hier sein? Nee, das war glaube ich Raphael hier. Wo die beiden sich gegenseitig durchgegraben haben. Ja, wo ist denn jetzt dein Portalraum? Ja, ich weiß auch nicht, das habe ich auch nur einmal gefunden. Da weiß ich jetzt echt nicht, wo es unterirdisch ist. Vielleicht hier? Ja, man merkt schon, es laggt schön vor sich hin. Ja, und dann gibt es auch noch eine Sache zu zeigen. Also wenn man in sein Portal geht, dann ist man halt im Nether, da haben wir halt nur eine kleine Festung. Wenn man dann halt wieder rausgeht, ist man da unten bei mir, weil ich habe das erste Portal errichtet. Und ja, dann kommt man da halt immer wieder raus. Sind alle bei mir in der Pyramide und können dann schön da abhauen. Durch den Vordereingang. So, da neben der Kakaobohnenfarm, die jetzt langsam was wird. Ist auch mein Ferienhaus. Stopp, stopp, stopp. Lag over lag. Ach, sieht man auch mal alles schön beleuchtet hier. Ja, da ist ein Ferienhaus und da hinten ist dann meins. Etwas duster. Können wir schnell machen. Time set one. Und der Eingang zu dem Haus ist komischerweise
Unten. Nur wo ist mal wieder die große Frage? Nee, nee. Spaß, weiß ich wo. Hier, wo dieser Dings ist. Da, das sind die zwei Bäume. Oder ist hier mal gewesen, wie auch immer. War, glaube ich, tiefer der Eingang. Jo, wo wurde? Ja, der wird hier schon irgendwo sein. So, das machen wir auch alles nur mal kurz zu Fuß hier. Naja, oder auch nicht. Dann ist man halt hier in meinem Ferienhaus. Hier habe ich auch schon mal übernachtet. Und kann man alles schön sehen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen hier, was wir so gebaut haben. Das mit dem Schieden war jetzt doof, aber irgendwie war es jetzt nicht so dolle hier, irgendwie was zu bauen. Ist halt blöde wegen der Mühe wegen und so, aber kriegt man alles schnell wieder hin. Jo, bis dann, Leute. Ich gehe Mass Effect 3 zocken. Ciao.